So, hier runter. Hier ist nämlich noch einer. Genau. Komm zu Papa. Oder eigentlich bleibt er stehen. Ich komme zu dir. Tot. Und ja, was ich noch nicht erwähnt habe, ist der sogenannte Overkill. Wenn wir einem Gegner 150% seiner Lebenspunkte an Schaden zufügen, dann machen wir, oder waren es 125%, eins von beidem, dann machen wir einen sogenannten Overkill. Das heißt, wir kriegen 10% mehr Seelen von ihm. Also wie man es hier zum Beispiel sieht bei den Hüllen. Von ihm hier kriegen wir 121 Seelen. Normalerweise würden wir nur 100 von ihm kriegen, aber da wir ihn mit dem zweiten Schlag overkillen, so wie ihn hier auch, Höhlenschild, kriegen wir 20% mehr Seelen. Na komm her. So, weg mit dir. Du kannst auch noch was abhaben. Und dann fehlt nur noch der Junge hier. Dong. Springt er einfach weg. So, jetzt aber. Und wieder keine Splitter. Hoffentlich kriegen wir jetzt in der Kirche gleich einen. Dann haben wir schon mal das Schild abgegradet. Und können uns nochmal an den schwarzen Ritter ranwagen. Bei dem muss man eigentlich nur ein bisschen vorsichtiger sein und sich nicht so sehr verdreschen lassen. Na komm her. So, weg mit dir. Weg mit dir. Wieder keine kleine Scherbe. Wenn keine droppt, dann kaufe ich mir einfach die 4 Stück, die noch fehlen. Das ist ja nicht viel, das sind dann 3200 Seelen. Ja. 2400 wären mir zwar lieber gewesen. Aber Seelen kriegen wir immer wieder rein. Und eine Menschlichkeit. Juhu. So. Auf zum Schmied. Das Schild verbessern. Und dann werden wir nochmal an das Leuchtfeuer beim Drachenturm gehen. Dort kurz rasten. Die Höhlen da freiräumen und dann den Ritter nochmal versuchen. Ich war jetzt einfach etwas zu übermütig. Ich hätte warten sollen, bis mein Schild abgegradet ist und mein Estus-Flakon. Dann dürfte er nämlich kein ganz so übles Problem sein. Auch wenn er uns immer noch mit 2 Schlägen töten kann. Ja, ich möchte gerne Gegenstand kaufen. Und zwar hiervon 4 Stück. Danke. Und jetzt möchte ich Waffe verstärken. Mein Drachenschild. Einmal auf +4. Und auf +5. Und jetzt sieht man, es ist verschwunden. Also mehr als +5 geht im Augenblick nicht. Weil es eben, wie gesagt, +5 ist das Maximum, was wir mit kleinen Splittern erreichen können. Mit für +6 und höher brauchen wir dann eben die nächst bessere Variante. Also das sind Scherben, genau. Das sind große Scherben, graue Scherben. Ja, Entschuldigung. Das sind graue Scherben. Aber zum anderen brauchen wir auch eine Glut, damit der Schmied den Sprung von +5 auf +6, also auf die nächsthöhere Stufe, machen kann. Und dann bei +10 brauchen wir dann nochmal eine andere Glut, dass er es auf +11 machen kann. Natürlich können wir auch die Waffen anders verstärken, wie man gesehen hat. Wir können sie ihnen, also erstmal können wir sie auf normal +15 bringen. Also erstmal auf normal +5.
Von normal plus 5 können wir sie dann entweder auf plus 6 normal bringen oder auf Feuer oder auf Magie bringen und sie dann da auf plus 5 bzw. auf normal plus 10 bringen. Und dann immer so weiter. Also Feuer plus 10 ist möglich, Magie plus 10, Göttlich plus 10. Es gibt aber noch so Unterstufen. Bei Feuer zum Beispiel gibt es Chaos, das geht bis plus 5. Und bei Göttlich gibt es Okkult, das geht bis, auch bis plus 5. Oder wir machen aus einer plus 10 normalen Waffe eine plus 5 Blitzwaffe, das ist auch möglich. So, weg mit dir. Puh. Wir können uns theoretisch auch unten am Leuchtfeuer mit dem Ritter rumschlagen, das will ich allerdings nicht. Ich will schon hier den Kampfraum frei haben. Na komm her zu mir. Weißt das? Na du nicht. So. Du weg. Du weg. Was hast du diesmal Schönes für uns? Ja, jetzt droppst du eine kleine Scherbe, aber die können wir gut gebrauchen nachher für unsere Waffe. Wenn wir die dann upgraden. So. Aua. Das hat weh getan. Ja, zielen ist auch eine Kunst. So, jetzt kommst du mal her. Wo bist du? Da bist du. Einen Schluck trinken, damit wir für den Ritter gerüstet sind. Für den Schwarzen. Und mal gucken, ob er uns gleich wieder tötet. Ich hoffe mal jedoch nicht. Ich hoffe, dass wir ihn dieses Mal besiegen. Eigentlich ist er ja kein so großes Problem, wenn man seine Bewegungsmuster kennt. Er hat uns noch nicht bemerkt. Jetzt müsste er uns aber bemerkt haben. So, und jetzt nehmen wir die Beine mal wieder in die Hand. Gucken zurück, ob er uns auch verfolgt. Das klingt eigentlich fast danach, aber ich glaube, wir haben ihn schon wieder abgehängt. Hallo? Kommst du diesmal? Komm, ich will nicht ewig von dir verfolgt werden. Also komm jetzt bitte endlich mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, er kommt wieder nicht. Ich werde verarscht von dem. Ich glaub's nicht. Und wieder mich verarscht. Das ist halt der Vorführeffekt bei Let's Plays. Der weiß genau, dass er aufgenommen wird, deswegen ist er so schüchtern. Jetzt steht er wieder hier oben. Komm, verfolg mich. Ja genau, verfolg mich. Genau, verfolg mich. Komm, komm. Der hat einfach keinen Bock heute. Muss ich ihn jetzt ehrlich da oben auf seinem Turm bekämpfen? Nein, muss ich nicht, oder? Jetzt müsste ich ihn endlich angelockt haben.
Ah ja, jetzt kommt er. Da ist er auch schon. So. Genau. Schlag ruhig ordentlich zu. Ich habe keine Angst vor dir. Genau, wenn er den Schildschlag macht, macht er im Gegensatz zu seinem Kollegen keinen Stich dahinter. Au, dafür schlägt er immer noch ordentlich gut zu. Au, und schubst mich ins Feuer. Autsch. Jetzt muss ich aufpassen. So, stirb. Einen Schluck trinken und den grauen Brocken von ihm einsacken. Uffala. So. Gut. Das wäre damit auch geklärt. Am besten noch einen Schluck trinken. Jetzt nutze ich die Gelegenheit aus und töte noch einmal die Balder-Ritter in der Kirche und die hier um die Ecke. Vielleicht hat ja noch mal jemand einen Splitter für mich. Immerhin haben wir jetzt schon 4 Menschlichkeit zusammen. Du wirst mich jetzt nicht töten. Ich sag's dir. Genau. Ich habe gerade einen mächtigen schwarzen Ritter ganz knapp überlebt. Da werde ich auch euch ein paar Balder-Ritter überleben. So. Den hier oben nochmal töten. Aber wenn wir später eher an dem vorbei müssen. Ey, nicht trinken, das ist gegen die Regeln oder so ähnlich. Nur ich darf trinken. Ich darf mich heilen. Ja, eigentlich heilen sich hauptsächlich nur Untote in dem Spiel oder Kleriker. So, weg mit dir. Dich habe ich im Rücken. Nicht so gerne. Du hast ein Höhlensoldaten-Lendentuch dabei. Ja, das ist sehr toll. Ich kann mal eine Altkleidersammlung aufmachen mit den ganzen Schrottrüstungen, die sie mir hier andrehen. Komm her. So, weg. Wieder kein Splitter. Ich habe gerade mal einen Splitter für die Waffe. Das heißt, ich brauche noch 8. So, weg mit dir. Und den letzten Balder-Ritter hier hinten umbringen. Öpp. Genau dich. Oh ja, du hast uns bemerkt, weil wir zu schnell waren. So, weg. Und auch keine kein Splitter. Schade, schade. Gut. Das heißt dann für uns erst einmal. Zurück zur alten Kirche und zum Leuchtfeuer, da rasten und das Leuchtfeuer aufstufen. Wir haben 4 Menschlichkeit, das reicht locker aus, um das Leuchtfeuer da zu verbessern. So, dafür einfach hier runter. Hier lang. Und hier zum Leuchtfeuer rasten.